Wie tritt man seinem Sons of the Forest Server bei? Wenn du deinem Sons of the Forest Server beitreten möchtest, um den verschollenen Milliardär auf der von Mutanten verseuchten Insel zu finden, musst du dich auf einiges gefasst machen. Die Mutanten werden sich keine Gelegenheit entgehen lassen, dich anzugreifen und dich über die Insel zu jagen. Daher legen wir dir nahe, deine Freunde mit auf einen Server einzuladen, damit ihr gemeinsam Ressourcen sammeln und Waffen herstellen könnt. Aber wie genau macht man das am besten? Mit deinem eigenen SOTF-Server hast du alles, was du brauchst, um mit deinen Freunden gemeinsam auf die Suche zu gehen. In diesem Guide erklären wir dir, wie du deinem Server beitreten kannst und was du tun kannst, falls es dabei zu Problemen kommt. Dein Server einrichten. Bevor du deinem Server beitreten kannst, musst du diesen erst einmal einrichten. Das heißt, deinem Server einen Namen geben und ein Passwort festlegen. Weiterhin hast du aber noch viele weitere Anpassungsmöglichkeiten, wie den Schwierigkeitsgrad der Gegner, den Spielmodus und vieles mehr. Jetzt zeigen wir dir aber schnell, wie du deinen Servernamen und das Passwort ändern bzw. festlegen kannst. Geh auf die Nitrado-Webseite und logge dich ein. Klicke danach auf deinen Benutzernamen und wähle dann Meine Dienste aus. Im nächsten Fenster findest du nun alle deine Server. Navigiere zu deinem Sons of the Forest Server. Klicke links unter Einstellungen auf Allgemein. Direkt oben unter den Basiseinstellungen findest du den Servernamen und das Passwort. Gib hier am besten einen Namen ein, den du wiederfindest, und gib ein Passwort ein. Sicher ist sicher. Speichere danach deine Einstellungen. Jetzt musst du nur noch deinen Server neu starten, damit er die Einstellung auch ganz sicher übernimmt. Das dauert in der Regel nicht länger als ein paar Sekunden. Deinem Server beitreten. Um deinem Sons of the Forest Server beizutreten, sind ein paar einfache Schritte nötig. Diese sehen wie folgt aus. Starte Steam und anschließend dein Spiel. Wähle im Hauptmenü Mehr Spiele aus und anschließend die Option Beitreten. Stelle die Quelle jetzt auf Dediziert und tippe den Namen deines Servers in den Filter ein. Solltest du deinen Server jetzt nicht direkt sehen, drücke nochmal auf Aktualisieren. Jetzt sollte dein Server aber auftauchen. Drück jetzt auf Beitreten und gebe dein Passwort ein. Wenn alles geklappt hat, solltest du eine Nachricht sehen, die dich darüber informiert, dass das Spiel startet. Und nun der letzte Schritt. Genieße das Spiel mit deinen Freunden. Problemlösungen. Der Server wird nicht gefunden. Eins der häufigsten Probleme ist, dass du deinen Server nicht in der Liste finden kannst. Dafür kann es verschiedene Gründe geben, wobei der falsche Quellentyp der häufigste ist. Denke daran, dass dieser, bevor du suchst, auf Dediziert eingestellt werden muss. Sobald du diesen Fehler korrigiert hast, kannst du deinen Servernamen in das Filterfeld eingeben. Sollte das nicht funktionieren, prüfe bitte, ob du den Namen im Webinterface richtig konfiguriert hast. Wenn das der Fall ist, kannst du probieren, den Server neu zu starten, damit deine Änderungen auch wirklich übernommen werden. Daraufhin sollte der Server in der Liste erscheinen und die Verbindung hergestellt werden können. Du kannst dem Server nicht beitreten. Gelegentlich kann es vorkommen, dass Spieler nicht in der Lage sind, dem Server beizutreten, auch wenn dieser in der Liste der dedizierten Server erscheint. Um dieses Problem zu lösen, musst du möglicherweise dein Spiel neu starten oder ein Passwort einrichten, falls du noch keins eingerichtet hast. Ein Schlosssymbol am Server bedeutet zum Beispiel, dass der Server mit einem Passwort geschützt ist. Falls das der Fall ist, muss der Spieler, der dem Server beitreten möchte, das entsprechende Passwort aus dem Bereich Basiseinstellungen im Webinterface eingeben. Ist das Passwort nicht das Problem, kann es auch sein, dass der Server gerade offline ist oder einen Neustart durchführt. In diesem Fall musst du den Server über das Nitrado Webinterface starten. Wenn der Server gerade einen Neustart durchführt, solltest du ein paar Minuten warten und dann einen neuen Versuch starten. Funktioniert dies immer noch nicht, solltest du dein Spiel oder dein PC neu starten. Und hilft das auch nicht, dann solltest du deine Spieldateien prüfen. Hierzu klickst du in deiner Steam-Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Sons of the Forest und dann auf Eigenschaften. Wähle im neuen Fenster links installierte Dateien aus und klicke anschließend auf Dateien auf Fehler überprüfen. Sollte dein Spiel kaputte Dateien beinhalten oder welche fehlen, wird Steam dir das mitteilen und die Daten herunterladen. Die Steam-Serverliste funktioniert nicht. Wenn du ein Freund davon bist, direkt einem Server per Steam beizutreten, kann das auch zu Problemen führen. In letzter Zeit haben wir öfter gemerkt, dass es bei Steam Probleme mit der Serverliste gibt. Wie lange dieser Fehler anhält, können wir an dieser Stelle leider nicht sagen. Es ist daher am besten, wenn du direkt über das Spiel einem Server beitrittst. Merke oder notiere dir dafür den Namen und falls nötig das Passwort deines Servers und vergiss nicht, im Spiel den Filter richtig einzustellen. Jetzt weißt du, wie du mit deinen Freunden auf deinem Sons of the Forest Server spielen kannst und welche Hürden auftreten können. Baut dir einen Unterschlupf, um die ersten Nächte sicher zu überleben und Ressourcen zu sammeln? Wir sind gespannt zu sehen, wie du gemeinsam mit deinen Freunden deinen Sons of the Forest Server gestaltest. Wir hoffen, dir hat das Video geholfen. Wenn ja, dann zeige es uns doch mit einem Like. Abonniere unseren Kanal, um keine Videos dieser Art mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.